dann nochmal offiziell herzlich willkommen zu unserem Fanfest. Total schön, dass du dich bereit erklärt hast, dass du das machen möchtest. Hier kannst du dich total ausleben. Hier kannst du Platz nehmen. Ein sehr gemütliches Sofa, da ist ein Controller, da ist dein Headset, da ist das Spiel. Mit einer Technikerin, die spricht mit dir auch. Ja. Also du kannst dich mit ihr unterhalten. Das ist halt wie ganz normal online spielen. Alles klar, danke schön. Möchtest du noch irgendwas trinken? Hast du irgendwelche Fragen? Oder? Nein. Na dann, take a seat. Ich bin gespannt. Hab viel Spaß, ne? Dankeschön. Hallo. Hi, Tamara. Hier ist Stefanie. Na? Alles gut? Ja. Also, spielst du schon mal öfter dieses Spiel oder wie sieht's aus bei dir? Ja, eigentlich schon hin und wieder. Okay, also spielst du auch mit den Wolfsburg-Frauen? Ja. Okay, was ist deine Lieblingsmannschaft? Tatsächlich Wolfsburg. Gut, gut, dass wir beide Wolfsburg sind. Kannst du gut spielen? Ja, du bist schon viel besser wie ich. Du passierst. Oh, oh. Hast du auch eine Lieblingsspielerin? Ja, also zwei Stück. Oh, erzähl. Jule Brandt und ja. Dominik Janssen. Ich finde auch tatsächlich, immer wieder wird es professioneller, das Spiel. Und es wird immer schwieriger, wirklich das richtig gut zu spielen. Das stimmt. Oh, der war schön. Der war schön. Danke, danke. Oh, das war schon ein krasses Tor. Wenn du eine Lieblingsspielerin aussuchen musst, würdest du dann Jule Brandt nehmen oder würdest du Dominik Janssen nehmen? Oh, das ist eine schwierige Frage. Aber dann... Da musst du schon lange überlegen. Nee, eigentlich nicht. Natürlich Dominik Janssen. Wieso natürlich? Die steht hinten wie eine Eins. Ja. Braucht man auch gute Leute. Die steht hinten wie eine Eins. Wenn sie mega Elfmeter reinmacht, dann... Ich finde es schon cool, dass du dann als Lieblingsspielerin eine defensive Spielerin hast, weil das ist ja auch nicht so selbstverständlich. Aber erzähl noch mal ein bisschen mehr. Also wenn du... Gehst du auch zu jedem Auswärtsspiel von Wolfsburg? Ja. Also bist wirklich bei allen Spielen dabei? Ich bin seit Januar bei jedem Spiel dabei. Boah, mega. Heim sowie auswärts. Boah, das ist schon cool. Durch den Fanclub, den wir haben. Wie ist der Name von dem Fanclub? Wölfenden Family. Organisieren die Fahrten wirklich zu jedem Spiel. Okay. In London waren wir auch mit dabei. Oh. Gegen wen haben die in London gespielt? Arsenal natürlich. Ah ja. Ja, es gibt mehrere Mannschaften. Es ist ja nicht, dass ich jeden Tag Fußball gucke und genau weiß, wie es aussieht. Also ich mag schon das Spiel zu spielen, aber... Also was würdest du sonst heute noch machen? Nicht so viel tatsächlich. Oh. Ich treffe mich nachher, also heute Abend noch mit einer Freundin und wir gehen essen. Ja. Und sonst nichts mehr tatsächlich. Okay. Ja, cool. Findest du, ich kann ein bisschen spielen oder bin ich kacke? Nö. Ich finde, du bist auch gar nicht so schlecht, muss ich ehrlich sagen. Würdest du dann auch gerne die Wolfsburg-Mädels mal wirklich so treffen und mit denen mal auch das Spiel spielen, oder hast du da keine Wünsche? Ja. Das wäre schon gar nicht so schlecht, oder? Ja. Ja, das finde ich auch gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Ey. Hallo. Na? Du hast die ganze Zeit bei mir gespielt. Ich habe mir das schon irgendwie gedacht in der Stimme. Ich habe mir schon gedacht, dass die Stimme kommt dir bekannt vor. Und du hast einmal mitgequatscht. Ja. Ich habe mir schon irgendwie gedacht. Ja, lass mal kurz pausieren, oder? Dann können wir mal vernünftig quatschen. Ja, cool, dass du da bist. Hallo. Ich finde es auch richtig cool. Und ich war auch happy mit deiner Antwort, oder hast du gedacht, stell dir mal vor? Nee. Das finde ich echt wirklich richtig cool. Und ich finde es auch, ich muss auch ehrlich sagen, ich finde es so cool, dass ihr immer bei jedem Spiel dabei seid.
Also wir geben uns da auch richtig Mühe. Also das wird ja immer auch mehr im Frauenfußball natürlich. So, dass ich schon spielen können. Hast du irgendwelche Fragen oder irgendwas, was du loswerden möchtest? Du hast jetzt die Zeit, die Chance, alles zu fragen, alles. Ich bin einfach nur froh, dass es diese Mannschaft gibt, wirklich. Mhm. Ich glaube, da spreche ich für alle. Ja. Also wir haben eigentlich zu danken, weil es ist ja auch nicht so selbstverständlich, dass ihr mit so einer Gruppe immer wieder vorbeikommt und immer sehen wir wieder diese riesige Plakat Wölfe in the Family. Ich finde das auch so unfassbar cool, dass ihr immer da seid, auch wenn wir mal in London spielen, mal in Paris spielen oder keine Ahnung, wo wir mal spielen, dass ihr dann da seid. Das ist einfach so unfassbar cool und ich kann auch verstehen, dass es irgendwie richtig cool ist, dass man dann auch, das ist gut. Ist okay. Unentschieden. Ja. Schön. Ein neues Spiel starten.